Hallo Leute, hier ist wieder euer Lone Zorro und Zorro macht auf diesem, also der echte Zorro macht auf diesem Gesicht hier, kein gutes Bild. Nee, andersrum, auf diesem Bild hier kein gutes Gesicht, also er scheint erschreckt von, ja, ein paar kleinen Seekönigen, die im Vergleich zu ihrem Schiff auf der Nase des riesigen Seekönigs, da dieses kleine Etwas, ja, die scheinen schon irgendwie groß zu sein, jedenfalls. Und, deswegen denkt sich Zorro... Was zur Hölle? Nein! Wir sind am Nest von Seekönigen gelandet! Die möchte ich nicht kochen. Na, wollt ihr auf die Fresse? Was, wir kämpfen jetzt gegen Seekönig? Wie bescheuert ist das denn? Aber meinetwegen, beziehungsweise gegen Stinkfische, das müssten welche sein, oder? Ja, gut. Dann Sanji, mach mal, ja, kicken. Und Zoro macht... Onigiriya! Okay, los Ruffy. Ruffy greift zuletzt an, oder? Ne, jetzt dürfte er angreifen, glaube ich. Oder erst Zoro? Ne, erstmal Sanji macht die Konter. Das ist schlau. Und Zoro finisht den da oben. Santurio! Onigiriya! Ah, nein, der lebt noch, okay. Dann kloppen wir den und die beiden kloppen den unteren. Ich weiß ja nicht genau, wie viel die noch haben an Energie, aber... Ich hoffe, der stirbt jetzt. Nee, er ist nicht tot, okay. Vielleicht jetzt der untere? Nein. Aber der untere ist jetzt fast tot. Der obere auch. So scheint es zumindest. Dieses Gucken ein bisschen heruntergehangen. Wie auch immer man das, wie auch immer man heruntergehangen gucken kann, aber es wirkt fast so. Okay, Sanji finisht den jetzt erstmal. Kokasei! Okay, Kokasei wird er nicht eingesetzt haben, aber egal. Und unsere Hinterleute haben nie was gemacht in diesem Kampf, aber kriegen trotzdem Level-Ups, dann freut euch doch Kekse. Gut. Yay. Boah, sie sind weg. Boah, das war knapp. Schnell weg. Eigentlich haben sie nicht gegen die gekämpft, aber egal. So, jetzt ab auf die Grand Line schnell hier. So, wir müssen endlich zum Berg wieder. Oder ist das Ding über uns? Ich würde sagen, nein. Das kann nie im Leben der Rivers Mountain sein. Aber ich darf jetzt das Schiff bewegen. Was ist hier denn los? Weiß auch nicht. Ja gut, dann, Ja, weiterfahren. Ja, blöd? Nee. Ja, ich will jetzt hier labern. Hä? Ja, es sieht so aus als, oh cool, ja. Ach so, wusste ich noch gar nicht. Es ist ja spannend, Nami. Echt? Nein. Nami ist so schlau. Ja, seltsam. Naja, egal. Deswegen sind wir jedenfalls, hätten wir lieber auf dem richtigen Weg bleiben sollen, anstatt hier blöd über den Rivers Mountain da zu fahren. Rivers Mountain ist richtiger Weg. Egal. Was ist das denn hier? Ach so, genau. Viele Schiffe krepieren schon am Anfang, weil sie nicht in die richtige Strömung geraten. Also steuer mal hier schön richtig, sonst stirbst du. Mach ich. Nein. Nein, ich schaff's nicht mehr weiter nach rechts. Boah, ein Glück. Hä, hier kann man auch noch so Action-Dings machen. Nein, ich bin dagegen geknallt. Ja, egal. Sehr gut. Boah. Sehr gut, ich hab's geschafft. Die Strömung hat mich nicht umgebracht. Nur einmal ganz kurz. Yay, wir haben's geschafft. Wir sind drin. Was steht da? Na gut, aber egal. Was das? Yay. Aber vielleicht haben wir jetzt alle neue Attacken erlernt. Das kann natürlich auch sein. Moment, war es 5-mal und wir sind ja aktuell 5 Leute in der Crew. 1, 2, 3. Und Zoro und Ruffy noch. Also, ja. Ein riesiger Wal. Yeah, geilen Wal. Nee. Oh mein Gott. Nein, Wal! Oh mein Gott, nein, Hilfe. Na, scheiße. Sanji, sowas sagt man nicht. Na.
Ich schieß erstmal mit unserer Kanone. Na, bist du blöd? Oh nein, jetzt hat er es sicher gemerkt. Doch da brach plötzlich die Galionsfigur von der Flying Lamp ab. Na, mein Lieblingsplatz! Hm? Verdammt, er hat das gesehen. Nein. Scheiße. Oh je. Yeah. Jetzt wird er uns umbringen. Wieso labern wir hier überhaupt so viel? Ah! Ruffy? Du hast meinen Lieblingsplatz kaputt gemacht! Stirb! Hm? Du Penner! Nein, Ruffy, schlag ihn nicht! Bäh. Verschwinde! Nein! Lass das, leg dich nicht mit dem Wal an! Ja, ich will speichern. Ich hoffe, das war die richtige Sache, die ich jetzt angeklickt habe. Ach, wo sind wir denn hier gelandet? Hey, Ruffy ist immer noch drin. Eigentlich war er außen draußen, aber naja, egal. Hey, wo sind wir hier gelandet? Ist ja geil. Boah, geil, ich kann immer noch das Schiff steuern. Und greift uns der Kraken an. Yeah, der Krake. Hoffentlich. Schade. Nur dumme Seeungeheuer. Ja, nee, ich will fliehen. Lass mich. Oder kann man damit fliehen? Ich weiß nicht. Wollen wir fliehen? Was macht der da? Na? Ach, jetzt kommt Nami rein. Geil, so geht das. Okay. Hab verstanden. Ja, Nami, danke, dass du den Schaden für Zorro abgefangen hast, aber... Ich will eigentlich fliehen. Nee, Attacken haben wir offenbar keine neuen erlernt. So, jetzt alle auf diesen Loserfisch. In your face, bitch. Und noch einmal. Gum Gum. Gatling. Okay, es sind nur zwei Schläge, aber egal. Und jetzt ist der Fisch ziemlich am Sterben. Gut so. Das war schlau. Dass ich da Nami reingeholt habe, weil Sanji kann sich dann verteidigen. Habe ich alles so geplant. Wie sonst, ich meine. Ne? Okay. Yay, jetzt stirb, du Blöder. Was auch immer du bist. Na, ich nehme mir den an. Und ich beklau mal kurz wen. Und zwar den zweiten. Hallo. Gib mal her. Danke. Nami klaute was. Yay. Aber was? Na egal. Jetzt haben wir irgendwas mehr. Ha! Das wird schlau verteidigt immer. Greif keine Lady an. So, ich kämpfe einfach, indem ich draufhau und Nami kann wieder gehen oder was stimmt, sie kann noch was, ne? Also, was ist Spritze? Ach so, sie kann ärztliche Hilfe. Aber wir haben doch noch gar nicht Chopper. Naja. Gut, und ich hol mal Lissop rein. Zum Glück weiß ich, wie die Schriftzeichen für Zoro heißen. Deswegen weiß ich, konnte ich mir jetzt logisch erschließen, dass das, was nicht Zoro ist, dass das Lissop ist. Also, ist ja klar. Aua! Ja, du kannst mal quitten hier. Ruffy, du machst mal Runde aussetzen. Du auch, Sanji. Und Lissop verdient die Sachen, die er verdient. Hä? Nein. Achso, wir rennen alle weg. Ja, finde ich gut. Wollte ich sowieso die ganze Zeit. Aber es geht offenbar doch. Wo dachte ich es mir doch? Ah, was ist hier denn los? Da, 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 da. Nein, riesiger Kraken. Ja, scheiße. Nein. Ach, jetzt muss ich wieder kämpfen. Lasst mich fliehen. Verdammt, es geht nicht. Okay, wir kloppen einfach mit unseren Special Attacks drauf. Und, Lissop, ja, schlägt auch mal hier mit seinem Fernkampfangriff drauf.
Ich klaue ihm auch einfach mal was. Oder so. Jetzt ist er sauer und kloppt auf Sanji. Nein. Aua, Namilan, warum tust du das? Egal, stirb. Der Oktopus ist sauer. Nimm das. Gungo-Pistole. Yay. Ich klopp drauf und Lysop darf jetzt wieder gehen. Und tschüss. Für Zorro. Ich gehe wieder. Na, hast tschüss. Konter! Verdammt. Ich war für den Konter. Und Lysop, Schützenhilfe. Ja. Bam. Aua. Er ist Konter. Na gut. So, Sanji kriegt erstmal wieder ordentlich in die Fresse. Ja. Macht nur 17 Schaden, das ist ziemlich wenig eigentlich. Na gut, das macht 20 Schaden. Santurio, Sansen Sekai. Ach nein, das ist Iturio. Und Zorro kriegt auch nochmal auf die Fresse. Scheiße. Das zieht schon ordentlich. Okay, er kocht mal was, und zwar für seinen nicht ganz so heiß geliebten Zorro. Und, ja. Hier ist Zorro, nimm das. Danke, scheiß Koch. Oh, Sanji selbst ist auch voll am Sterben, oder? Oder sehe ich das falsch? Naja. Vielleicht kriegt der nicht so viel Schaden, deswegen... Naja. Das mache ich und Zorro macht auch nochmal Onigiri und dann ist Ende. Im Karton. Nehmt das! Ep Hol! Yay. Santurio! Sansen Sekai! Oder auch nicht. Aber ich finde, Sansen Sekai klingt einfach noch ein bisschen epischer als Onigiri. Von daher. Einfach jetzt nochmal. Oh, Sanji hat überhaupt keine SP mehr. Das ist schade. Aber Zorro hat noch welche. Von daher. Zorro, mach mal schön. Ja, es war Sieg hier. Nur Lysop nicht. Haha, Noob. Opfer. Kann nichts. Okay. Nein, wir kriegen ihn nicht. Chuck. Ich habe noch nie eine so epische Animation gesehen. Hä? Ah? Wer ist da? Oh nein, nicht doch so ein wahnsinniger Killer. Komm heraus, zeige dich. Wer bist du? Eine Blume? Eine Blume? Nee, das ist ein Typ. Hey, alter Mann, sag was. Hey, sag was. Na gut, wie heißt du? Halt die Fresse! Ach nee, sag endlich was! Alter, wir haben Kanonen. Wir trauen uns auch, sie zu benutzen. Vielleicht setzt's was. Lass das lieber, sonst kommt noch jemand um. Wer sollte das sein? Ich. Ja, die Fresse! Na gut, also wie heißt du? Sag das mal. Wie wär's, wenn du dich nicht zu Airforce dir nochmal vorstellst? Na gut, ich bin Leonard Zorro. Und wer bist du? Mein Name ist Krokus. Ich bin vom Beruf Leuchtturmwärter, Blutgruppe AB, Sternzeichen Zwilling. Und 71 Jahre alt. Halt die Fresse! So genau wollte ich's nicht wissen. Ein Glück, dass ich die Story ganz im Kopf habe, ansonsten wäre ich hier total aufgeschmissen. Stellt euch vor, irgendein anderer Deutscher oder Englischer, was weiß ich, der nicht Japanisch kann, auch und nicht One Piece kennt, spielt das Ganze. Das wäre schon krank.
Naja, und den Kraken habe ich umgebracht. Und überhaupt, was labern hier? Jetzt habe ich vergessen, was er genau sagt. Jetzt bin ich auch total raus hier, aber... Anu, der Wal. Also mit dem Wal. Hä, will der Alte den Wal von innen killen? Das ist aber ziemlich dreist. Das finde ich aber echt nicht nett. Naja, gut. Lass mal. Yay. Huch. Na. Achso, ich darf jetzt fahren. Okay, dann gehe ich mal an Land, ne? Ich gehe mal in das Haus von ihm vielleicht. Geht nicht? Ja. Ja, wo ist unser Schiff hin? Das ist aber scheiße. Ich will, dass unser Schiff wieder da ist. Alter. Ah, guck mal, da vorne, da ist ein Fischerboot. Da will ich mal hin. Na gut, dann gehen wir wieder ins Wasser und fahren weiter. Ja, was ist das? Ja, da oben ist eine super Tür. Haha. Was ist das denn? Eine Eisentür mitten im Himmel? Seltsam. Die Wolken muss der Alte angemalt haben. Hey, guck mal, da sind Leute. Krass. Ich sehe noch niemanden auf dem Bild. Nur in der Sprechblase. Achso, die sind jetzt schon auf dem Schiff. Okay. Hallo. Na, bleib da. Ihr kriegt den Wal nicht. Hä? Der Alte? Jetzt ist jede Hilfe, jedes Bemühen vergebens. Na, wir werden ihn umbringen. Nein, sie schießen. Sie haben Bazookas. Na, ich fange was ab. Na, der Alte hat die Kanonenkugeln abgefangen. Na, warte. Jetzt können wir nochmal schießen. Auf die Plätze, fertig. Los, nein. Oh je. Verdammt. Na, aufhören. Dang. Ruffy schlug die beiden K.O. Oder noch nicht ganz. Wir müssen erst gegen sie kämpfen. Das ist ja typisch in diesem Spiel. Man kann ja wirklich nur kämpfen. Was ein Scheiß. Ja, Sanji, du kannst ja den blöden Typen kloppen. Der nimmt dir hier deine Frau weg, deine zukünftige. Ganz bestimmt. Okay, Ruffy kloppt erstmal beide mit Gum Gum Gatling, oder was ist das? Er kloppt nur den komischen Typen und Lysop. Warum Lysop? Lysop geht. Tschüss, Lysop. Hä? Ach ja, gut. Für Zorro natürlich. Ha, ich will nicht. Tja. Was flieht der Narr auch? Er darf nicht auf Gandalf hören. Ach, nee, egal. Und schon bin ich wieder da. Hahaha. Stirb. Warum immer auf den Kerl mit der Krone? Mr. Nein. Der ist aber auch scheiße. Batsch. Und jetzt Ruffy. Gum Gum. Gatling. Na, aber Peitsche auch. Peitsche ist langweilig. Warum nicht Gatling? Du hast keine Freunde, Ruffy. Oh, Pfauenschlitzer hier. Okay. Das dumme Flickflack-Style-Knüppelding von dem Kerl hat wenig geholfen, offenbar. So, wieder auf Vivi. Er kloppt den Kerl. Und Zoro kloppt auch Vivi. Und Nami ist diesmal dabei. Haha, ich klau was. Vielleicht dem Kerl die Krone. Jetzt sind die beiden sauer, okay. Ach ja, jetzt kloppen sie wieder beide auf Sanji, oder wie? Ich verwende voll oft den Begriff kloppen hier drin, aber ich finde, es passt einfach so gut. Sag, Vivi, stirb. Nein, Vivi darf... Ach, ne, egal. Vivi, stirb endlich! Scheiß auf Faunrad. So, Ruffy beendet das Ganze jetzt schön. Und die beiden anderen passen erstmal. Oder... Ich weiß gar nicht, vielleicht können sie ein Item verwenden. Wie wäre es damit? Sanji kann mal eins verwenden. Und Zoro kann auch mal eins verwenden. Ach ne, der passt jetzt, glaube ich. Flickflack-Style. Haha, ich esse erstmal was. Nimm das. Fuck, ey. Und jetzt nimm das. Gum Gum. Peitsche. Sterbt beide. Fuck, ey. Wie, er ist ausgewichen? Ach, nee. Ist ja doof. Na gut. Ach, wie lebt auch wieder. Naja.
gut, Vivi, darf jetzt durch Zorro sterben, ist alles fein jetzt. Ach. Und Lissop hilft. Triff jetzt mal Vivi vielleicht. Okay, danke. Ich kann den ja nicht beeinflussen ansonsten, aber ganz schön, wenn er auf mich hört trotzdem. Ha! Oh, verdammt, auch noch ein Special. Aber Zorro, der lässt sich so leicht nicht abfrühstücken hier. Dann ist Vivi endlich tot. Das gibt's doch nicht. Verdammt, geht nicht mehr. Hab keine SP mehr, verdammt. Okay, und jetzt mach endlich hier. Wie, die beiden leben wieder? Ach du Scheiße, das kann ja ewig dauern. Ach, Vivi ist jetzt am Boden, okay. Das heißt, der Kerl kriegt erstmal von den beiden auf die Fresse und Vivi wird von Zorro gefinished. Ach ja, und der kriegt jetzt hier auch erstmal den Monster Strike zu spüren. Von daher, Sanji in die Fresse, dann Ruffy in die Fresse, tot. Immer noch nicht tot, das gibt's ja nicht. Sehr gut, und jetzt endlich alle drei auf ihn. Haha, Flip-Flag-Style! Haha, Schläger-Power! Der checkt, glaube ich, auch nie, dass er nicht stark ist, also... Hat er irgendwann mal einen Gegner besiegt? Ich glaube nicht, oder? Dabei ist er angeblich einer der Top-Agenten. Klar. Ah, was sind das denn für welche? Die kommen aus der nächsten Stadt und da wollen sie so den Wal umbringen. Und da könnten sie für 2 bis 3 Jahre... Da stand gerade 2 bis 3, deswegen bin ich jetzt darauf gekommen, ihre Stadt mit ernähren. Ah, das ist aber nicht nett. Danke, dass du sie kaputt gehauen hast. Ja, keine Sorge, die waren scheiße. Ah, was ist das denn? Ach, der Wal, ich muss ihm wieder sein Beruhigungsmittel geben. Laboom, sowas. Naja, also gut, ich würde sagen, wir unterhalten uns dann draußen mal. Oder auch nicht, auf meiner Insel dann eben. Ach nee, hier ist der Ausgang. Oder wie? Was ist das denn? Ach, jetzt zeigt der Ruffy nochmal kurz, wie das geht hier so. Ja, folgendermaßen. Hier initiiere ich dann dem Wal sein Beruhigungsmittel. Ist ja cool. Haha. Naja, ich mag's jetzt nicht so. Chuck. Achtung, und jetzt mache ich nämlich das. Folgende. Nicht. Egal, da gehe ich jetzt hier raus. Laboom, was machst du für eine Scheiße? Warum ist hier ein Labyrinth? Warum baut er das ein? Krokus! Das ist aber schon ziemlich rissig und morsch hier, der Boden. Warum baut Krokus so ein Labyrinth ein? Ach, das ist wie bei Pokémon hier. Ja, dann mache ich am besten mal Safe States, oder? Ja, dachte ich mir, das bricht ein, weil das sieht man auch ein bisschen am Boden. Okay. Und da oben ist noch ein bisschen mehr Beruhigungsmittel, oder wie? Hey, da ist was drin. Cool. Dann gehen wir zurück. So. Da, Krokus. Jetzt hast du dein Zeug wieder. Danke für das Beruhigungsmittel. Jetzt muss ich das schnell spritzen. Chuck. Chuck, yay. Cool, freut mich. Jetzt verschwindet die Arschlöcher. Oh mein Gott. Jetzt raus hier. Das ist mir zu viel Schwachsinn gewesen. Okay. Das war's für diesen Part. Wir haben hier Krokus kennengelernt, der in einem Wal lebt, dort alles eingebaut hat, auch einen Ausgang natürlich, durch den wir jetzt raus sind. Der Wal heißt Laboom und ist, naja gut, ich will jetzt nicht euch alles spoilern, falls ihr One Piece nicht kennt, aber Laboom. Okay. Oder schaut einfach One Piece, warum guckt man dieses Let's Play sonst? Ich meine, und das wird man definitiv kennen, da reichen schon die ersten 100 Folgen mindestens für aus. Aber trotzdem ist es natürlich besser, wenn man alles kennt. Egal. Also, haha, ich bin Ruffy und ich sage euch jetzt anstelle von Lawrence 2 Zorro, weil der gerade nicht da ist, offenbar.
zeige ich jetzt einfach mal. Garodemo! Tschukosa! Ach nee, ich sollte sagen, ciao, bis dann zum nächsten Part, euer Lorenzo Zorro, oder? Naja, scheiß drauf. Hahaha. Tschüss.